eventuell überspringt. Der Mann in der roten Nummer als Sieger der bisher einzigen Abfahrt im Weltcup-Winter, nämlich der vorgestern. So, wir schauen hin. Das ist der erste Sprung. Und da hüpft er fast nichts mit seinen Gummibeinen. Gummibeine, Spinnenbeine. Viele Namen haben sie, diese langen Beine. Das wäre der zweite Sprung und jetzt die nächste Welle wäre das. Jetzt werden wir es gerade sehen. Jawohl. Und springt nachher fast nichts. Das ist elegant, das ist cool. Das machen nur die Amerikaner dieses Jahr. Wir haben es zwar nicht auf Fernsehbild, aber ich glaube, die anderen Nationen haben sich so gesehen, wenn nur ein Training wäre, würden sie es probieren. Aber jetzt gerade so ohne Training das riskieren, ist halt doch schwierig. Ja, eben. Bennett und Goldberg haben es im Training schon versucht. Und schau, und er hört damit. Bennett ist dran. Das ist ja Wahnsinn. Er hat zwei Weltcup-Abfahrten gewonnen. Beide hier auf dieser Strecke. Das ist irgendwie völlig rätselhaft. Ja, die Technik oben, das Überspringen. Ein bisschen weniger lang am Boden, schnell wieder Bodenkontakt. Es ist wieder ein bisschen was dazugekommen. Wie viel Rückstand darf man sich einhandeln bis vor der Chaslat, um da Paris vielleicht gefährlich zu werden? Da ist der Paris schon richtig stark gefahren. 2,60, das war Region Kilde. Ja, da kann er seine Winkel mit den langen Beinen ausspielen dadurch. Es sieht unspektakulär aus. Hat es vorgestern auch ausgesehen? Aus Fahrtschasland sind es 48. Es ist gut, aber es ist wohl keine Gefahr für Paris. Soll nicht verschrien sein. Kilde im Ziel 44 Hundertstel hinter Dominik Paris. Vielleicht Gefahr für Kilde. Man muss ja nicht gerade jedes Rennen gewinnen, aber schon nur wieder Richtung Podest unterwegs. Bryce Bennett und? Schlägt wieder zu. Es ist 3. Crawford vom Podest verdrängt. Um 700 ist Bennett schneller als der junge Kanadier. Und er steht zumindest vor der Hand wieder auf dem Podest. Und ein Wort müssen wir noch verlieren zum Servicemann von Bryce Bennett. Leo Mussi. Er ist der Schneeflüsterer von Val Gardena, anders kann ich das nicht sagen. Ja, so wie der Dominik Paris Ehrenbürger in Bormio ist, wäre es vielleicht gut, wenn er sein Gröden werden würde. Er hat wirklich in Bormio 9 Siege mit seinen Athleten geschafft. Das ist etwas Unvorstellbares. Mit Christian Gedina 4-mal gewonnen, mit Steven Neimann 3-mal gewonnen.